Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Ich bin angekommen in Lektion 12. Das Anlagevermögen und die Abschreibung. So. Ich habe da noch nicht viel draus vorgelesen. Ich bin angekommen auf der Seite 97 bei den nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. So, ich mache mal hier meine Markierung weg. So, ein Schluck Weinschorle. Die braucht man für das Buch ganz sicher. Ich habe ja auch noch meinen Milchkaffee stehen. Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter. Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter. Bei bestimmten Wirtschaftsgütern wird unterstellt, dass sie keinem Werteverzehr unterliegen. Das bedeutet, dass kein Verschleiß oder Verbrauch auftreten wird. Das dafür gängigste Beispiel ist der Grund und Boden. Ist auch nicht ganz so richtig. In der Landwirtschaft gibt es auch da einen Verschleiß und Nachnutzen. Aber auch beim Verkauf eines Domainnamens wird ein Werteverzehr im herkömmlichen Sinne verneint. Domainname, das ist eine Internetadresse. So, dazu gibt es ein Urteil vom Bundesfinanzhof vom 19. Oktober 2006, Aktenzeichen römisch 3, R.605. Nachfolgender Fall möchte das eben Geschriebene verdeutlichen. Die Aufteilung eines Kaufes. Steuerberater S. kauft im Januar 01 eine Wohnung für 100.000 Euro, die er als Büro für seine Beratertätigkeit nutzen möchte. Die Wohnung, in Klammern gebaut 1995, Klammer zu, geht in das Betriebsvermögen über. Wie ist dieser Kauf steuerlich zu behandeln? Steuerberater S. verfügt nach dem Kauf der Wohnung über zwei eigenständige Wirtschaftsgüter. Zum einen steht ihm mit dem Gebäudeteil, in Klammern Wohnung bzw. Büro, Klammer zu, ein abnutzbares Wirtschaftsgut zur Verfügung. Zum anderen erwirbt er einen ideellen Anteil am Grundstück. In Klammern Grund und Boden, auf dem das Haus steht, Klammer zu. Dieser Grundstücksanteil kann natürlich nicht separat veräußert werden, sondern immer nur im Zusammenhang mit dem Verkauf der Räume. Der Grundstücksanteil muss dennoch extra ermittelt werden. In Höhe der Anschaffungskosten für diesen Anteil liegt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut vor. Ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut ist hier blau hervorgehoben. Und jetzt geht es im Fall 50 um GUB. Da steht ein Klammern dahinter. GUB. Fall 50. Die Behandlung von Grund und Boden. In Klammern GUB. Klammer zu.
Steuerberater S ermittelt für den Anteil des Grund- und Bodens Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 Euro. Wie ist die weitere Behandlung? Der Grund und Boden bleibt mit 30.000 Euro im Anlageverzeichnis. Der Gebäudeanteil, Anschaffungskosten 70.000 Euro, wird mit 3% AFA im Jahr in Klammern Betriebsgebühren abgeschrieben. Das ist Beschluss 7 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. 70.000 Euro mal 3% sind 2.100 Euro Abschreibung. Dann gibt es das Gebäude minus die Abschreibung und das ist dann der Restbuchwert, den er noch hat nach der Steuer am 31.12.01. So. Steht hier irgendwo, wann er das gekauft hat? Nee. Naja, dieses Buch ist für Beamte, das merkt man. Schwachsinn muss man hinnehmen und ertragen, liebe Beamte. So. Steuertipp. Bei der Anschaffung von Anlagevermögen geht das Bestreben ganz klar dahin, einen möglichst geringen Anteil an nicht abschnutzbaren Wirtschaftsgütern auszuweisen. Diese Anschaffung wirkt sich ja erst in ferner Zukunft mindernd aus, da keine jährlichen Abschreibungen gebucht werden. Aus diesem Grund sollte zum Beispiel, in Klammern gerade bei der Anschaffung von gebrauchten Immobilien, alle Faktoren zusammentragen, die einen geringen Bodenwert rechtfertigen. Hilfreich dafür sind zum Beispiel die einmal im Jahr erscheinenden Sachverständigengutachten für Grundstücke. Diese Gutachten können über die Gutachterausschüsse, zum Beispiel www.gutachterausschussberlin.de, in Klammern, bezogen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, direkt ein Sachverständigengutachten für das eigene Grundstück einzuholen. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis sollte dabei immer beachtet werden. So. So wie ich das verstanden habe, muss man oder darf man nicht abschutznutzbare Wirtschaftsgüter nicht abschreiben und die bleiben im Betriebsvermögen. Wenn man viel davon hat, gibt es ein geringes Konkursrisiko. Von daher, wenn man genug Geld daraus ziehen kann aus der Firma, würde ich über nicht abschutzbare Wirtschaftsgüter in so einer Firma nachdenken. Das macht den Laden stabil, steht hier aber auch nicht drin. So. Jetzt geht es weiter mit Abschreibungsarten. Die Abschreibung versucht, den Wertverlust bzw. Verschleiß bei mehrjährig nutzbaren, höherwertigen Wirtschaftsgütern nachzubilden. Je nach Wirtschaftsgut und Einsatz ist der Verschleiß natürlich stärker oder schwächer vorhanden. Aus diesem Grund existieren auch verschiedene Formen der Abschreibungsberechnung bzw. festgelegte Nutzungsdauern für die einzelnen Wirtschaftsgüter. Andere Abschreibungsarten dienen der Förderung der Wirtschaft und sind politisch motiviert. Gerade im Bereich der Abschreibung kann sich ein bereits bestehender steuerlicher Gewinn noch gravierend ändern, je nachdem, welche Abschreibungsberechnung gewählt wird. Diesen Gestaltungsspielraum zu kennen und auszunutzen, ist das Ziel nachfolgender Erläuterungen. Gebäude-AFA ist das nächste Kapitel als Abschreibung. AFA, Abschreibung für Abnutzung übrigens. Gebäude-AFA, Abschreibung für Abnutzung. Nachdem die Förderung für Gebäude durch den Gesetzgeber massiv zurückgefahren wurde,
Klammer auf, ehemalige Förderungsabschreibung oder Staffel degressive Abschreibung von Wohngebäuden, Klammer zu, handelt es sich um einen recht gut überschaubaren Komplex. Römisch 1. Gebäude im Betriebsvermögen. Klammer auf, die nicht Wohnzwecken dienen, Klammer zu. Bauantrag nach dem 31.03.1985 sind 3% Abschreibung, Klammer auf, Abschreibung, römisch 2. Gebäude, die nicht unter 1 fallen, Fertigstellung ab 1925 sind 2% Abschreibung und römisch 3. Gebäude, die nicht unter 1 erstens fallen, Fertigstellung bis 1925 sind 2,5% Abschreibung. Das ist übersichtlich, das ist richtig. Die Prozentzahlen werden von einer angenommenen Nutzungsdauer abgeleitet. Beim Gebäudetyp 1 wird eine Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahren, in Klammern 100 durch 33 1/3 Jahre sind gleich 3%, Klammer zu, wie auch immer die auf ihre Rechnung kommen. Ich sag mal besser nichts. Beim Gebäudetyp 2 und 3 in der Regel Wohngebäude von 40 Jahren Herstellung bis 1925 beziehungsweise 50 Jahren Herstellung ab 1925 unterstellt. Abgeschrieben wird immer monatsgenau. So. Abgeschrieben wird immer monatsgenau, ist glaube ich wichtig. Da streiche ich mich mal. Vielleicht werde ich ja noch Immobilienbesitzer hier in Solingen. Also, mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Ich gehe schon wieder nur noch nass. Ich glaube, ich höre jetzt auch auf nach was anderes. Ich komme schon wieder ins Schwafeln. So. Wie viel habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Seiten noch. Und ich habe geschafft, 2,5. Naja, es ist klein geschrieben und es macht keinen Spaß. So, tschüss.